Der Flughafen Düsseldorf ist mit über 22 Millionen Passagieren im Jahr der drittgrößte Deutschlands. Die Zollbeamten Marco Misuraca und Sebastian Fitzke kontrollieren, ob Reisende steuerpflichtige oder verbotene Gegenstände im Gepäck haben. Gerade ist eine Maschine aus der Türkei gelandet. Was haben Sie denn da im Koffer? Was ist das? Ist das Parfüm? Lass mal reingucken. Kommen Sie mal mit. Parfums sind beliebte Mitbringsel aus der Türkei. Doch der Röntgenscan hat die Zöllner misstrauisch werden lassen. Das ist ein bisschen viel, ne? Fünf Geschwister, ne? Und eine Frau. Alles Bestellung. Mag sein, dass der Mann eine große Verwandtschaft hat. Aber seltsam, dass es sich immer um exakt das gleiche Produkt handelt. Den Zöllner beschleicht ein Verdacht. Könnten es Fälschungen sein? Erstmal sehen die nicht schlecht aus. Sind die jetzt original oder sind die gefälscht? Nein, die sind gefälscht. Wieso? Ist doch kein Problem damit. Das sind Geschenke. Ja, das ist jetzt ein namhaftes Parfüm, ne? Also ein Damenparfüm. Und es sind alles die gleichen. Und es kommt immer darauf an, wie viel man. Also grundsätzlich kann man Fälschungen mitbringen, wenn die für einen selber bestimmt sind oder als Geschenk. Ja, das ist ein Geschenk. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Menge an. Weil wenn man jetzt 20, ja, 30 Stück davon dabei hat und dann. Jede dreimal. Es kommt ja jetzt auch weiter. Ne? Marco Misuraca wühlt sich durch den Koffer des Mannes. Keine leichte Aufgabe. Ja, es ist natürlich schon eine Hemmschwelle, die da überschritten werden muss. Gerade wenn man irgendwie ganz neu ist hier und noch nie in den Koffer geguckt hat. Das ist natürlich ja, ein sehr intimer Bereich, auch für den Beteiligten. Und deswegen ist das für uns dann auch ja, nicht immer ganz angenehm. Irgendwann blendet man dann natürlich aus, was da wirklich drin ist. Ob da jetzt irgendwelche verschmutzten Wäschen drin sind oder nicht. Das blenden wir dann auch komplett aus. Statt Schmutzwäsche fischt der Zöllner immer weitere Flakons aus dem Koffer, was seinen Verdacht bestätigt. Gibt es ein Problem damit? Was? Ja, wie gesagt, ne, bei so einer Menge, da ist das jetzt schon. Schlosser, ich kann ja, gut, aber. Auch, ich meine, Sie können ja Schlosser sein und trotzdem irgendwie am Wochenende irgendwo was. Also, das heißt ja nicht, das eine schließt ja das andere erstmal nie aus. Ne? Denn auch auf deutschen Wochen- oder Flohmärkten werden mitunter solche Plagiate verkauft. Wenn Sie jetzt hier 20 von dem gleichen haben, dann ist das natürlich schon irgendwie komisch, ne? Kann man nichts dafür, wenn wir alle dasselbe wollen. Der Herr sagte jetzt auch direkt von vornherein, dass es Fälschungen sind. Wir haben jetzt gerade eine aufgemacht. Die Original, so viel kann ich mir gar nicht leisten. Und ja, genau. Ich denke, Original kostet eine davon so um die 100 Euro. Ja, irgendwie 90, 98 Euro oder so. Fälschung? Fälschung, 2 Euro. Nur nicht mal 2, 1, 90, 2 Euro. Ein Schnäppchen als Geschenk für die ganze Familie? Das kann den Zöllner nicht mehr überzeugen, denn im Koffer findet er zwei gefälschte Parfummarken mit insgesamt 23 Kartons. Damit bestätigt sich der Verdacht auf gewerblichen Handel. Und wer gefälschte Gegenstände wie Parfum oder beispielsweise Damenhandtaschen in den Handel bringt, macht sich strafbar. Wir haben uns jetzt gerade noch mal untereinander hier besprochen mit den Kollegen. Und die sehen das auch so wie ich. Wir glauben das ganz einfach nicht, dass das bei der Menge noch privat ist. Ne, deswegen unterstellen wir da erstmal die Gewerblichkeit. Aufgrund des Verdachts, den wir jetzt haben, müssen wir zum einen. Ja, wir müssen jetzt leider eine Anzeige gegen Sie schreiben. Zum einen wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung, ne, weil wir denken, dass das gewerbliche Ware ist. Und bei gewerblichen Waren gibt es keine Freimenge, deswegen muss man die anmelden. Und weil Sie die nicht angemeldet. Ich erkläre Sie, ja, genau, deswegen erkläre ich Sie gerade. Ja. Kriegen so, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro, was das kostet, kriegen so eine Anzeige oder was? Ja, leider schon. Neben der Anzeige wegen Steuerhinterziehung kommt auch noch der Vorwurf Produktpiraterie. Und das kann teuer werden. Ja, also man hat ja sofort gesehen, dass die Ware gefälscht ist, um natürlich um auch hier diesen europäischen Markt zu schützen, natürlich auch um die Originalhersteller zu schützen, wird das natürlich überwacht, dass keine Fälschungen hier reingebracht werden. Für den persönlichen Gebrauch wäre das okay gewesen, also wenn der Herr jetzt 2, 3 Stück dabei gehabt hätte, dann hätten wir das geglaubt, aber nicht bei dieser Menge. Nee, Eigenbedarf wäre jetzt zum Beispiel, wie ich gerade sagte, ne? Wenn Sie jetzt sagen, ja, eins ist jetzt für mich, eins ist für meine Mutter und ja, jetzt habe ich noch 3 Schwestern und die sind jetzt noch für meine 3 Schwestern. Doch in diesem Fall muss der Zoll die Ware beschlagnahmen und ein Steuerstrafverfahren einleiten. Wir machen jetzt das Sicherstellungsprotokoll, wir fertigen die Vernehmungsniederschrift. Er hat gerade schon zu mir gesagt, dass er sich zur Sache nicht äußern möchte hier, dass er gerne einen Rechtsanwalt kontaktieren möchte im Nachhinein. Das ist sein Recht, das kann er dann auch machen. Das plötzliche Schweigen des Mannes bestätigt den Verdacht der Zollbeamten. Es könnte durchaus teuer werden, weil die Markeninhaber da, die verstehen da eigentlich keinen Spaß und die erheben da schon ganz erhebliche Geldbeträge. Das ist jetzt nochmal unabhängig davon, dass er jetzt strafrechtlich belangt wird. Denn er hätte die Waren anmelden müssen, da es bei gewerblichem Handel keine Freimenge gibt. Sie bekommen Post, dauert irgendwie 2, 3 Wochen, dann bekommen Sie Post. Alles klar. Ne? Alles klar. Jo, danke. Jo, tschüss. Eines ist klar,
Das Schnäppchen mit dem 1-Euro-Parfum erweist sich für den Mann in jedem Fall als richtiges Verlustgeschäft. Kurz darauf steuern Passagiere einer Maschine aus dem Iran auf den grünen Ausgang zu. Schnell hat Zöllner Sebastian Fitzke einen Herrn im Visier. Hallo, Zollkontrolle, einmal Pass bitte. Passpass. Yes, I speak. You travel alone? Sorry. What's the reason for your trip? There is no reason. I will stay here for 2 days, then I go back to Netherlands. Oh, you live in Netherlands? Okay. Yeah, as soon as possible. Okay, I want to X-ray your luggage, please. Auf den ersten Blick erscheint der Iraner als harmloser Tourist, der nichts zu verbergen hat. Doch am Monitor entdeckt Sebastian Fitzke mit geschultem Blick Schmuggelware. Okay, hier sind Zigaretten zu erkennen. 1, 2, also mindestens 3 Stangen. Deswegen gehen wir noch mal nachgucken. Kommen Sie einmal mit. Zigarettenschmuggel zählt zu den häufigsten Zollverstößen. 2015 wurden schätzungsweise 75 Millionen unversteuerte Zigaretten eingeführt. Eine Menge Geld, die dem deutschen Staat da entgeht. Ich habe auf dem Monitor mehrere Stangen Zigaretten gesehen. Wie man jetzt auch hier schon sieht. 1, 2. Und noch ein paar mehr offenbar. Das wird den Herrn einiges kosten, denn für billige Zigaretten aus dem Ausland gibt es klare Einfuhrgrenzen. Dennoch probiert es manch Reisender dreist immer wieder und gibt sich dann noch ahnungslos. Yeah, and we have a problem with your cigarettes. Why? Because you have too much. No, it's not too much. This one. Yes. This one is small and this one is a small one. Yeah, but you have 5 blocks of cigarettes. So, how many books is allowed? Only one. Only one? Yes. No, this is first time. Schutzbehauptung oder Wahrheit, das ist dem Zollbeamten egal. 5 Stangen Zigaretten sind 4 zu viel. Okay, we go to our office. Okay. Okay, and then we explain to you. Okay. So you can take your luggage. Im Büro werden die Zollbeamten dem Mann die Rechnung für die nicht angemeldete Mehrmenge präsentieren. Und die ist für die Ertappten meist eine böse Überraschung. Sind 880 Stück zu viel. Also 880 mal 0,19. Steuern oder Abgabenbetrag ist 167,20 Euro. Doch das sind nur die Steuern. Als Strafe für die nicht gemeldeten Zigaretten kommt dann nochmal der Betrag in gleicher Höhe obendrauf. Man verfolgt diese Steuerhinterziehung als Straftat, aber erst, wenn die hinterzogenen Einfuhrabgaben 130 Euro betragen. Deswegen können wir zum Beispiel bei einer Stange Zigaretten, die jetzt hier eingeschmuggelt werden, da können wir dann hier halt vor Ort noch die Steuern erheben und dann halt noch nachträglich den Zuschlag dann zusehen. Aber sobald dann 130 Euro an hinterzogenen Einfuhrabgaben überstiegen sind, dann müssen wir zwangsläufig ein Steuerstrafverfahren einleiten. Die Steuern muss der Mann sofort begleichen. Für das Steuerstrafverfahren muss er außerdem eine Sicherheitsleistung erbringen. Für den Passagier folgt aber noch eine böse Überraschung. Hm? So would say here. With money here. Yes. Money on cigarettes. This money is only for is a safety for safety the penalty. For what? For the penalty. I thought you gave me back to cigarette. No. So he told me, hello. Don't say you take it back your cigarette. Yes, but you get it back, but later, not now. When? So not tomorrow. After tomorrow, I'm gonna leave Germany. I will never come back to Germany. Yeah, you get it by post. Die Zigaretten, die sind jetzt hier erstmal als Beweismittel sichergestellt worden für das Verfahren. Und sobald das Verfahren abgeschlossen ist und er dann die Einfuhrabgaben für diese Zigaretten gezahlt hat, wird er die Zigaretten zurückbekommen. Das Porto für die Zusendung der Zigaretten übernimmt der Zoll. Wir haben jetzt unser Geld, ja, wir haben jetzt die Sicherheitsleistung. Das ist jetzt das, was wir hier für wichtig erachten. Er bekommt jetzt gleich noch ein Sicherstellungsprotokoll, also quasi die Quittung darüber, dass er jetzt seine Zigaretten hier lassen muss. Und dann kann er weiterreisen. So sind die Regeln beim deutschen Zoll, ob es dem Mann passt oder nicht. Die Beamten lassen sich von dem Ärger des Iraners nicht beeindrucken. Wir haben jetzt gerade das Sicherstellungsprotokoll ausgehändigt, also dieses Schreiben, wo halt draufsteht, was wir halt hier behalten haben, also in dem Fall dann halt die Zigaretten. Er hat es jetzt hier weggeschmissen, wir haben es zerknüttelt und gut, ändert nichts an der Tatsache, dass er die Straftat oder dass wir hier den Verdacht dieser Straftat haben und ja. Wenn der Mann schon das Sicherstellungsprotokoll nicht mitnehmen will, dann vielleicht die Erkenntnis, Schmuggel lohnt sich nicht. Das trifft die nächste Passagierin besonders hart.